Ja, also ihr habt im Thumbnail schon gesehen. Jetzt geht es um Lügen und falsche Versprechungen. Und bevor ich jetzt hier irgendwie mit irgendetwas weitermache, ja, das wird hier das letzte Video sein. Das sage ich jetzt auch für mich selbst. Am Anfang hatte ich nämlich geplant, nur drei Videos zu machen, aber jetzt ist es doch anders gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich muss doch noch ein bisschen mehr loswerden. Und ja, das ist auch ganz gute Self-Therapy hier für mich. Ja, also ich nehme das jetzt hier am 13. um 23:54 Uhr auf. Also genau einen Monat her. Und während hier der 13. in den 14. überläuft, habe ich mir gedacht, werde ich einfach mal wieder ein bisschen von meinen Gedanken los. Dieses Mal, wie gesagt, zum letzten Mal. Ja, also um was geht's? Also hauptsächlich nicht nur tatsächlich um Lügen in einer Beziehung, sondern auch die Lügen, die man sich selbst erzählt, könnte man sagen. Also darauf, wo ich schon mal im letzten Video drauf gehintet habe, diese Vorstellung, die man im Kopf hat, wo man eigentlich schon weiß, dass diese so nicht erfüllt werden können, aber trotzdem darauf hofft. Ja, ich persönlich habe mir gehofft, die dritte Freundin, die ich bekommen würde, meine letzte sein. Und ja, I guess es wurde wahr, allerdings nicht zum positiven Sinne, sondern im negativen. Weil nach dem Shit, den ich vorher durchgemacht hatte, hatte ich mir selbst geschworen, habe ich keinen Bock auf eine weitere Beziehung dann mehr danach. Und ich habe wirklich gedacht, das habe ich mir auch so selbst gesagt, mit der Person hätte ich jetzt endlich mal eine, die mich wirklich versteht, so ähnlich ist wie ich und auch ähnliches durchgemacht hat. Und ich meine ja, zum Teil ist es auch so. Aber dennoch gab es Unterschiede. Und ich hatte mir gedacht während der Beziehung, dass ich der anderen Person alles gebe. Und meiner Meinung nach habe ich das auch getan. So gut wie ich es zu den Zeitpunkten damals konnte. Wobei ich jetzt rückblickend sagen muss, an manchen Stellen hätte ich das dann doch ein bisschen besser handhaben können. Ja, also was ich hauptsächlich damit meine ist, dass ich einfach nicht in der Lage dazu war, die bestimmten gebrauchten Worte für eine Situation aus mir selbst rauszukriegen. Ich meine, ich kann es selbst nicht, noch nicht jetzt, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, die mein Partner sich damals gewünscht hätte. Ja, und das war halt so die andere Lüge, die ich mir selbst erzählt habe, könnte man so sagen. Also, ja, ich war der Meinung, ich habe das eigentlich ganz gut gehandhabt, aber ja, an manchen Stellen hätte ich das dann doch noch ein bisschen besser machen können, ja. Und ja, jetzt kommen wir hier mal zu den Lügen in der Beziehung und nicht nur so von meiner Seite, von mir selbst, kann man so sagen, weil ich mir so selbst vorgegaukelt habe. Ja, nämlich am Ende der Beziehung war mein Partner der Meinung, ich hätte nichts für diese Beziehung getan und ich würde selbst nichts mehr versuchen, um mich selbst zu bessern. Und ich hatte das im ersten Video eigentlich schon erwähnt, denke ich, dass ich mich selbst nicht einfach so einfach verändern kann und auch nicht so schnell. Und dass ich manchmal halt einfach wirklich für bestimmte Dinge sehr lange brauche. Allerdings habe ich selbst gemerkt, also ich habe das wahrscheinlich nicht so rübergebracht, aber ich habe auf jeden Fall zumindest von mir aus gemerkt, dass ich der Person dann mehr vertraut habe über die Zeit. Aber das habe ich anscheinend nicht wirklich genug ge gezeigt, könnte man sagen. Und ja, dass ich nicht an der Beziehung gearbeitet habe, das ist auf jeden Fall falsch, weil das habe ich auf jeden Fall. Ich meine, literally, bevor wir in einer Beziehung waren, also noch bevor wir überhaupt miteinander gesprochen haben, also das ist jetzt ein bisschen out of context, aber ja. Ich selbst hatte ja ein bisschen Depri-Probleme, deswegen hatte ich online per Games oder Discord halt immer an ein paar anderen Leuten geholfen, die halt Ähnliches durchgebracht haben und so. Deswegen hatte ich damit schon ein bisschen Vorerfahrung. Und ja, bevor wir überhaupt miteinander zusammen waren, habe ich ihr sozusagen mit ihren Psycho-Problemen geholfen, ja. Und das war für mich eigentlich so wie immer. Ich habe das davor nämlich auch nicht nur mit Jungs gemacht, sondern bereits auch mit anderen Mädchen. Einfach geredet über die Probleme, geguckt, dass man Lösungen findet. Und ja, jetzt hat halt gescheint, dieses eine Mal was Besonderes zu sein, gerade weil wir uns vorher schon mal gekannt hatten. Ja,
als wir dann in der Beziehung waren, also wir waren sehr, sehr glücklich am Anfang, ja. Natürlich gab es mal die paar dunkleren Zeiten und ja, dann gab es halt ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Stelle, wo sich halt meine Freundin gedacht hat, sie hat keine Lust mehr wirklich weiterzumachen. Und ja, da habe ich natürlich alles getan, was ich konnte, um sie davon zu überzeugen, weiterzumachen. Nicht auch unbedingt mit mir, aber zumindest, dass sie selbst nicht bye-bye macht. Ja, das hat dann auch geklappt. Und es gab viele andere Stellen, an denen ich auch meine Schwäche gezeigt habe. Ich meine, man könnte schon sagen, das Ganze hatte überhaupt mit wegen mir wirklich angefangen, weil als es losging, habe ich nämlich noch gesagt, wenn jemand mit der Beziehung Schluss macht, dann nicht ich, sondern du. Ja, ich war ein bolder Move, aber den habe ich auch durchgezogen. Ja, das Blöde war dann halt nur, dass ich, wie gesagt, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, nicht erwartet habe, dass diese Gefühle der Eifersucht, die ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt empfunden hatte, nicht so stark einfach zurückkommen. Ja, und dann waren sie halt da und dann war ich sehr schwach zu diesem Zeitpunkt und ja, da habe ich keinen Weg mehr rausgesehen und habe mir gedacht, bevor das in die falsche Richtung geht, sage ich dann doch lieber bye-bye. Ja, also nichts Suicide-mäßiges, aber ja, also ich habe mir selbst dann einfach gedacht, ja, das wird nichts, ich bin nicht für Beziehungen gemacht, ich mache mit meiner Freundin Schluss. Den Gedanken hatte ich sowieso nämlich davor schon die ganze Zeit im Kopf, bevor wir überhaupt zusammen waren. Ja, und dadurch ist, denke ich, so, wie soll man sagen, auch ein bisschen Distrust in ihr wahrscheinlich entstanden. Und ich denke, dass das auch so ab und zu kleinere Momente, also kleinere Auseinandersetzungen, die wir haben, wahrscheinlich für sie schlimmer gemacht hat. Weil, ja, wie soll man sagen, wir hatten einen Unfall, könnte man sagen, und das war wirklich nur was sehr Kleines, also meiner Meinung nach, besser gesagt, ich habe mir wehgetan, indirekt wegen ihr, und das hatte dann halt irgendwie als Grund gesehen, mit mir Schluss zu machen, ja, keine Ahnung, ich weiß selbst nicht, was, also bis heute auch nicht wirklich, was an dem Tag wirklich los war, aber ja, da hat es halt probiert, aber ja, wir konnten das miteinander klären, könnte man sagen. Ja, also, um ehrlich zu sein, fand ich den Grund, finde ich ihn auch immer noch ziemlich silly, aber ja. Allerdings muss ich aber auch an einer anderen Stelle sagen, ja, eine Sache habe ich nicht ganz bei ihr verstanden. Also zum einen ist es sad, wenn sie mir wehtut, aber zu anderen hat sie ihre Momente gehabt, da hat sie mich wirklich geschlagen und ich hab's mir halt gefallen lassen, also ich hab's einfach so hingenommen, wie es gekommen ist, weil ich hab mir persönlich gedacht, physischer Schmerz ist kein Problem, der Meinung bin ich eigentlich immer noch, mental ist für mich viel schlimmer im Nachhinein, also okay, schneidet man mir den Arm ab, das ist natürlich auch was anderes, aber ja, schlägt man mir jetzt ein, zwei Mal an den Bauch, das ist für mich, um ehrlich zu sein, gesagt, auch kein allzu großes Problem. Ja, also, ja, da habe ich sie halt mal hin und wieder Dampf abbauen lassen. Also, ja, es war eigentlich recht selten, dass sowas vorkam, aber ja, ich habe es mir halt so gefallen lassen. Aber, ja, ob das so gut war am Ende, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe auch meinen Körper in dieser Beziehung eingesetzt für sie. Das kann man so sagen, ja. Ja, und um das Statement hier nochmal zu verstärken, dass mental mir mehr Probleme macht als physisch, ich habe immer noch Albträume. Ist jetzt schon 3-4 Wochen oder so und ja, ich habe immer noch dieselbe Art von Traum. Fantastic. Und dann will ich jetzt eigentlich mal zum Thema Versprechungen kommen. Also, ja, eins habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass sie diejenige sein wird, die Schluss machen wird und nicht ich am Ende. Und, also okay, ganz genau ist es am Ende ja auch so geworden, also hatte ich kein Recht, könnte man sagen, aber ich meine, ich war der Erste, der mit irgendwie so einem Thema angekommen ist, also das ist mein eigenes L, könnte man sagen auch.
Ja, haben wir beide irgendwie verkackt, denke ich. Ganz am Anfang von unserer Beziehung habe ich sie auf jeden Fall vor mir gewarnt, vor meinen eigenen Problemen, die ich weiß, die ich auf jeden Fall habe. Also, dass ich immer sehr lange brauche für manchen Kram, also ja, vor allen Dingen für mentale Dinge, alles was mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun hat, brauche ich lange. Mit meinen Emotionen komme ich manchmal auch nicht gut klar. Also diese Ausbrüche, wie ich sie damals hatte, diese Wutausbrüche oder dieses Tränenflussgießen habe ich auch nicht mehr so, aber ja, ich habe da, bin ich immer noch der Meinung, einen sehr einzigartigen Weg damit zu copen. Also, ja okay, das hört sich jetzt ziemlich silly an, aber ja. Ich ziehe mich halt einfach immer sehr zurück und ignoriere einfach alles. Und mit alles meine ich wirklich alles. Da kann mein Vater schreien, da kann ich 10-6 in der Schule bekommen, ich mache dann einfach noch, was ich will. Und das ist in den meisten Fällen halt einfach nur in Ruhe gelassen werden und nachdenken. Ja, also davor habe ich sie gewarnt. Dann habe ich sie noch davor gewarnt, dass ich von der Vergangenheit noch wusste, dass ich sehr eifersüchtig werden kann. Das habe ich ihr auch so gesagt. Allerdings habe ich selbst halt, wie gesagt, auch nicht gewusst, dass das so stark werden würde, wie es geworden war. Wie es gewesen war. Deutsch, ja. Dann habe ich ihr am Anfang der Beziehung noch gesagt, dass wenn wir einen Streit haben, dass wir es möglichst immer am selben Tag miteinander wieder klären. Ja, darauf haben wir beide nicht wirklich geachtet. Ich muss von meiner Seite auch sagen, manchmal habe ich das einfach straight up wirklich vergessen, das, was ich versprochen habe. Ja, gebe ich zu. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr war. Ja, dann habe ich sie auf jeden Fall auch von meiner Müdigkeit gewarnt, ja. Weil ich habe sie tatsächlich auch schon ein, zwei Mal einfach stehen lassen, weil manchmal morgens, ich gehe stinknormal 10 Uhr am letzten Tag pennen und wach trotzdem morgens erst um 1 Uhr oder so auf. Also, ja, wie gesagt, ein bisschen krankheitsbedingt, aber ja, sie hat schon selbst mal zugegeben am Anfang der Beziehung. Sie war deswegen pissed auf mich, obwohl sie halt weiß, ich kann eigentlich nicht wirklich was dafür. Ja, das habe ich ihr auch halbwegs verziehen, ja. Ja, und dann habe ich noch erwähnt, dass ich sehr verrückt bin. Ich war ja, das Crazy Gamer, so habe ich mich nicht ganz ohne Grund genannt, wie gesagt. Ich bin manchmal schon sehr gaga. Und deswegen habe ich ihr halt gesagt, sie soll gar nicht erst probieren, mich zu verstehen. Das wird nicht wirklich klappen. Sie soll nur das wissen, was ich für ihr versuche klarzumachen. Also, ich sag's mal so, ich probiere mich halt immer an das zu halten, was ich sage. Klappt natürlich nicht immer. Aber ich versuche es so oft und konstant wie möglich zu machen, ja. Achso, ja, und dann habe ich auch noch erwähnt, fällt mir gerade noch ein, dass ich ihr gesagt habe, dass ich sehr anhänglich bin, was Beziehungen angeht. Also, wie soll man sagen, meine erste Beziehung, da, ja gut, da war ich, denke ich, selbst noch damals zu schüchtern, da war ich gar nicht mal so anhänglich. Die zweite Beziehung, ich habe literally an ihr geklebt und jetzt in der dritten, der letzten, die ich hatte, auch, ja, habe sie davor gewarnt. Jetzt hat sie halt nur letztens, also als es losging, hat sie gesagt, okay, kein Problem. Aber als es dann zu Ende ging, hat sie gesagt, nee, das war zu viel. Ja. Toll. Das war halt ein, also, ja, ich habe es gewarnt. Sie hat es wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass es so stark sein wird. Ja, aber I guess, da war ich zu anhänglich. Ja, aber jetzt das, was mich eigentlich noch am meisten selber stört, ist nämlich der Fakt, den ich selbst nicht ignorieren kann. Selbst nämlich noch einen Monat, nachdem sie mit mir Schluss gemacht hat und nach dem ganzen Scheiß, habe ich tatsächlich immer noch Gefühle für sie. In a way. I guess, ich bin einfach zu anhänglich. Ja, anders kann ich auch nicht wirklich sagen. Also ich weiß, dass dieses Gefühl irgendwann auch schwinden wird. Es dauert halt und ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es immer 1 bis 2 Jahre bei mir dauert, bis ich wirklich sowas vollständig hinter mir habe. Es dauert recht lange. Man hat natürlich alle möglichen komischen Gedanken im Kopf, falschen Hoffnungen und sonst irgendeinen Shit, aber ja, man muss halt einfach drüber hinaus wachsen. Was soll ich sagen? Ja. Allerdings habe ich es ja auch selbst schon vorher gesagt, wir gehen voran, nicht hinab. Und von daher, ja, ich arbeite weiterhin an mir selbst, ich lenke mich mit meinen Freunden und Games ab. Und auch wenn ich immer noch ein Drittel meines Tages damit
verbringe, immer noch an die scheiß Beziehung zu denken. Ja, irgendwann mal wird diese Person aus meinen Träumen schwinden. Und dann werde ich endlich wieder neutral sein. Aber bis dahin hänge ich immer noch an meiner falschen Hoffnung und all dem, was geschehen ist. Eins weiß ich aber sicher für mich, nämlich, dass ich jetzt hier The GF Series abschließe für mich selbst und damit meine Gefühle vergrabe und sie hoffentlich nicht wiederkommen, weil ich denke nicht, dass daraus noch was wird. Ja, von daher, ganze Message hier aus dem Video könnte man sagen ist, geht Beziehungen realistisch an und habt niemals irgendwelche Erwartungen. Also, ganz ehrlich, jedes Mal, als ich irgendwas von irgendeiner Person oder irgendetwas erwartet habe, in den meisten Fällen ist es nicht passiert, zu 90% der Zeit. Und das Problem an Erwartungen ist, habe ich bisher auch eben so erklärt, mit dem ich irgendwie so drüber gesprochen habe. Jedes Mal, wenn ihr was erwartet, stellt ihr euch was ganz Bestimmtes vor. Und wenn es halt doch nicht so passiert, wie ihr euch gedacht habt oder gar nicht, dann seid ihr enttäuscht. Und Enttäuschung führt zu Demotivation und Demotivation führt zu Lustlosigkeit und Lustlosigkeit führt zu Traurigkeit. Und ja, damit ihr halt nicht in eine Downward Spiral fällt, wie ich es musste, bleibt real, wenn euer Bauchgefühl, euer Kopf, euer Herz euch sagt, es wird nichts, dann stimmt es auch schon meistens so. Natürlich gibt es diese 10%, die Surprises, diese eine kleine Chance, wo es dann doch mal anders ist. Aber wie gesagt, es ist sehr selten. Und wenn es dann mal doch passiert, dann könnt ihr euch wirklich freuen. Naja, ich denke mal auch einfach teilweise Grund dafür, warum ich so sehr hänge an Leuten und so, war bisher auch immer auch einfach nur, dass Freundin bei mir eigentlich auf der Prioritätenliste fast immer auf Stufe 1 stand. Also anschaffungstechnisch her nicht. Ich bin den Girls nicht hinterhergerannt. Aber ich habe mir schon immer gedacht eigentlich, wenn ich eine Freundin habe, also seit nach der ersten zumindest, bei der ersten war es mir egal, aber nach der ersten habe ich mir immer gedacht schon, wenn ich eine habe, werde ich ihr alles geben, ich will sie behalten. Tja, weil ich jetzt halt, wie gesagt, das Wichtigste in meinem Leben verloren habe, kann ich eigentlich so sagen. Zweitwichtigste ist hier mein Gaming-PC. Nice, den habe ich wenigstens noch. Ja, weil ich das Wichtigste verloren habe, geht es mir halt danach natürlich überhaupt nicht gut. Aber ich bin jetzt auch schon etwas abgehärtet durch die vorherigen Erfahrungen. Von daher kann ich meinen eigenen Coping-Mechanismus zur Hölle exploiten. Wunder sind sehr unwahrscheinlich. Gibt es nicht, würde ich sogar schon sagen. Und ja, von daher, wenn ich jetzt hier noch mehr Scheiße ramble und noch mehr Firlefanz, dann gibt es hier tausende Out-of-Context-Clips in der Zukunft vielleicht. Und ja, darauf habe ich jetzt letzte Woche. Von daher rappe ich den Shit jetzt auch mal hier endlich ab. Das war genug random Rant, Hopes und sonst irgendein Shit noch von mir für heute. Und ja, das war das letzte Video der GF-Series. Stattdessen werde ich jetzt anderen Real-Life-Content machen. Also ich habe es ja im dritten Video schon mal so angekündigt ungefähr, was ich machen will. Ich habe nämlich einiges an Videoideen mir jetzt aufgeschrieben. Also ich habe da wirklich eine schön fette Liste, da kann ich Videos zu allem Möglichen machen. Und ja, was ich jetzt hauptsächlich mache, wird eigentlich so weitergehen wie jetzt. Ich mache so 2-3 Meme-Videos, ein Real-Talk-Video ungefähr. So von den Abständen her könnte man sagen. Ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber ja, so in der Art. Alle 2-3 Tage kommt was Neues. Hin und wieder gibt es mal einen Stream. Jetzt gerade habe ich meine Calamity-Playthrough am Laufen. Heute nicht. Hatte gerade Fahrschule. Also, ja, okay, gerade nicht mehr. Schon eine Stunde her jetzt. Aber ja, ich hatte Nachtfahrt. Und ja, ansonsten joint im Discord. Helft hier dem Channel beim Wachsen, indem ihr liked, abonniert und Comment da lässt. Schaltet vielleicht mal im Stream ein. Guckt euch mal hier meinen ganzen Channel durch mit den ganzen verschiedenen Empfehlungen und Videos. Das war's.